Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mit dem Abarth Armaturenbrett weiter. Wir sind bei der Firma Nadelworks mal wieder angekommen. Ron hat in der Zwischenzeit das Armaturenbrett angepasst. Wir haben ja ziemlich wild drauf rumgeflext. Ihr kriegt jetzt erstmal ein kleines, selbst erstelltes Material von ihm beim Anpassen des Armaturenbretts. Ist ziemlich geil geworden, ich habe es gerade schon gesehen. Aber zieht es euch erstmal rein. Wir haben hier unser Abarth Armaturenbrett. Du hast es dir richtig schön wohnlich gemacht. Ja, sehe ich schon. Das sieht doch fast aus wie das Auto von drin. Also ich muss wirklich sagen, jemand, der als Laie jetzt gerade reingekommen wäre, hätte wirklich gerade gedacht, das ist das Original Armaturenbrett, so wie es ist. Ja, also das so sein muss, ja. Das ist schon krass. Also wirklich alles, selbst diese Bereiche hier, das ist da, wo wir es ausgeschnitten haben, eigentlich für den Käfig. Ja. So, das heißt, eigentlich ist hier offen, weil hier ist Luftkanal. Selbst das hat Ron alles wieder einmal zugeklebt. Und dieser ganze Bereich war ja wirklich so gar nicht da. Ihr seht hier, das ist die Originalabdeckung. Das heißt, so viel Platz fehlt hier gerade zwischen. So. Das heißt, so viel ist das Ganze rüber. Und da muss ich schon wirklich sagen, Hut ab. Also das ist schon... Kann man so machen. Das ist schon Handwerkskunst, würde ich sagen. Und wie willst du dann so welche Lücken wieder schließen? Ich vermute mal genauso wie hier. Das heißt, einfach GFK verlängern. Der Kunststoff. Oder Kunststoff ja. Verlängern und halt dementsprechend Schleifen glatt machen und so weiter. Genau. Vor allem auch, selbst der Bereich hier, auch alles schon angepasst von der Abdeckung, dass das alles schön sitzt und so. Also das sieht schon wirklich fast aus wie Serie. Ja. Erzähl mal. Du bist so schweigsam. Ja, ist halt ein schöner Auto. Also muss man schon Lust drauf haben. Kannst du mir noch so einen Monitor aufstellen? Dann kann ich hier direkt die Streckenprobe fahren. Ne? Stehen. Ja. Ja, das ist von der Auflösung ja leider zu schlecht. Also das wird... Ja, war wirklich extrem. Bei den, ein letztes Unterbrechen, weil es witzig ist, wo wir gerade beim Display sind. Dieses Display hat einen internen Speicher, aber der interne Speicher sind, glaube ich, nur so, ich glaube, so 64 MB oder so. Das heißt, wenn du selbst nur diese einfarbigen Icons drauf abspeichern willst, die du so brauchst, ist schon der ganze Speicher so weit weg, dass wenn du ein Startbildschirm-Display reinmachen willst, ist das von der Qualität her so schlecht. Das ist das Einzige, was ich nicht kann von der Auflösung her. Kommen wir 2021. Okay, wir haben gesehen, wie du so ein bisschen Frankenstein-mäßig das erst so ein bisschen zusammengetackert hast. Genau. Wir hatten uns ja im letzten Video ein paar Bezugspunkte gesetzt. Die habe ich mir jetzt erstmal festgeklammert mit einem Kunststoffschweißgerät und habe, um das alles zu stützen, hier in dem Bereich und hier eine Alustreben eingesetzt und hier angenietet, damit der ganze Dom erstmal da bleibt, wo er sein soll. Und den ganzen Zwischenraum dann mit dem alten, was war das, Handschuhfach? Ja. Die Teile rausgeschnitten und die dann
hingebogen mit dem Heißluftfilm und dann wieder eingeschweißt. Da suchte Ron nämlich ganz aufgeregt noch alte Plastikteile, weil das musste das gleiche Plastik sein. Genau. Das ist jetzt gerade PEPP-Kunststoff, der ist an die allgemein sehr schwierig zu verarbeiten. Also beste Voraussetzung. Ja, total. Auch zum Kleben, total toll. Ja, und dann halt wirklich die Teile einzeln wie beim Karosseriebau, einzeln zugeschnitten, einzeln abgeformt und dann eingeschweißt. Aber was ich halt so cool finde, ist, das, was du hier gerade gemacht hast, ist eigentlich so richtig klassisches Tuning von uns früher. Ja. Ich weiß noch, wie viele ihren Golf zerschnitten haben, weil sie unbedingt damals, keine Ahnung, einen B5-Tacho im Audi 80 haben wollten oder so die wildesten Sachen, A8-Tacho im A6 beliebt war auch immer Corrado Armaturenbrett im Golf 2. Ja, ich selber hatte 6N Armaturenbrett im 86C. Da war es auch, das war ein harter Schnitt, einmal mitten durch und dann wieder zusammen. So, und ich weiß gar nicht, ob heute einer auf die Idee kommen würde, ein Golf 8 Armaturenbrett im Golf 6 zu bauen. Ich ja. Okay, du hast wahrscheinlich noch solche Kunden hier. Aber ich glaube schon, dass das weniger geworden ist. Ja. Und ich glaube auch, dass viele von euch das gar nicht vorstellen können, wie man überhaupt an dieses Ziel kommt. Weil man muss ja schon am Anfang davor stehen. Man muss sich sagen, so soll das Ganze jetzt aussehen. Ja. Wie mache ich das jetzt? Es muss im Kopf fertig sein, ja. So, weil es ist ja wirklich so, zweimal abgeschnitten, immer noch zu kurz. Also man muss ja wirklich schon mal so rangehen, dass es am Ende, dass man erstmal einen Bezug hat. Und dann muss es am Ende ja auch noch so geil aussehen, ne? Aber das ist bei jetzt noch das Schwierige, wir haben ja bei dir geschnitten und das dann hier auf den Tisch wieder zusammenzukriegen, war schon eine Herausforderung. Und dann ist jetzt, was ich am allerkrassesten auch noch finde, ist, wir haben ja in dem letzten Video schon Daniel angerufen, weil ich ihn schon darauf vorbereitet habe, dass leider alles, was er gemacht hat, nochmal neu gemacht werden muss. Aber sieht jetzt gerade ja so aus, als wenn man das sogar alles lassen kann, ne? Ja. Als wenn die Kanzel immer noch genauso passt. Ja, die Kanzel ist mit angepasst. Die hatte hier in dem rechten Bereich war die Rundung halt anders. Da wurde das Alcantara gleich wieder angehoben, weggeschnitten und wieder angeklebt, damit der Übergang hier auf der Seite einfach ein bisschen schöner sitzt. Mhm. Aber an sich hat sich ja von dem Dom nichts geändert. Der Dom ist ja immer noch derselbe. Höhenverstellung funktioniert. Geil. Ja, also viel prominenter kann man auch so ein Display auch nicht raufgucken. Ne? Dann muss es dir schon, wo es schon so eine Google-Brille aufsetzen, dann muss es wirklich im Helm drin auf. Ist schon cool von der Position her. Ich finde halt echt, wenn man jetzt dieses, also ihr seht heute noch in dem Video, wie wir das Armaturenbrett in Anführungsstrichen fertig machen. Wir werden das tatsächlich handwerklich beziehen. Das war auch da, wo wir im letzten Video zu Limo-Zeit noch aufgehört hatten. Wir hatten sogar ein bisschen was vorbereitet mit Nähen. Da ging ja, glaube ich, was mit Ton schief oder irgendwas war da so mit Kameramäßig, ging da nicht irgendwas. Irgendwas fehlte da auf jeden Fall. Das konnten wir auf jeden Fall nicht zeigen, deswegen holen wir das jetzt mal nach. Weißt du, da saßen wir unten genäht. Ja, stimmt. Ja, irgendwas in der Richtung. Wenn wir jetzt diese Abdeckung noch anpassen würden, das ist ja auch erstmal nur der Prototyp, dann sind wir ja wirklich bald auf dem Level, wo ich jetzt wieder sage, dass es schon fast wieder original aussieht. Da machst du ja jetzt schon was. Also, so, ne? wenn man den Bereich hier irgendwie noch zumacht, also wenn die Lenkstoffverkleidung dran ist und man den Bereich hier noch zumacht, ist es doch schon fast original. Genau, wenn das jetzt einfach nur schwarz-matt wäre, dann würde ich behaupten, würde das fast durchgehen als Abarth 500 Pista Spezial Edition mit Digital. Krass, wie viele Stunden waren das ungefähr, bis das alles so durch war? Anderthalb Tage. Also 15 Stunden. So, gehen wir da. Ja. Geht eigentlich noch, ne? Ja, also es ging am Ende dann doch besser, als ich dachte. Also das war. Weil wenn ich überlege, wo ich schon immer mal so 10 Stunden oft investiert habe und eine Stunde später alles in eine Tonne. Ja. Nächste Armatur. Also einzige Schnitten haben stand ich wirklich kurz vom Nervenzusammenbruch. Weil ich dachte, wie sollst du das halt wieder da reinkriegen bei dir? Ja. Ja, das ist halt immer so eine Sache, aber es ging. Krass. Ja, Wahnsinn. Bin ein bisschen sprachlos auch. Ja, und daraufhin jetzt alles noch einmal feingeschliffen, einmal jetzt grundiert. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ich glaube, das liegt auch daran, du hast ja zwei Ausbildungen schon hinter dir. Ja. So, das heißt, da deckst du schon ziemlich viel ab an handwerklichen Können, um das einfach schon da so hinzukriegen. Ne? Weil wenn wir jetzt nur einen Sattler hätten, der aber absolut gar nicht schrauben kann, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ja, es ist jetzt die Frage, ob man dazu schrauben muss. Man muss einfach bloß die Lust dazu haben, glaube ich. Ja, das also, stimmt das natürlich auch. Das ist, glaube ich, so der riesen Knackpunkt ever bei dem Spiel. Ja, geil. Und man muss sich einfach auch mal trauen, ja. Das ist ja meistens, hängt es ja daran, wie soll ich das bloß zusammenkriegen und es gibt doch gar keine Möglichkeiten dafür und das geht auch gar nicht und geht alles. Eigentlich müsste man sich das Ding hier mit dem Stuhl so einfach in den Wohnzimmer stellen, ne? Ja, sehr schön, okay. Das heißt, geschweißt, Alubrücken rein, geschliffen, genau. Gespachtelt. Minimal gespachtelt, also erschreckenderweise lag es ganz gut.
am Ende. Nimmst du da ganz normalen Spachtel oder was für Spachtel? Ein Kunststoffspachtel, der ist ein bisschen flexibler und der macht ein paar Bewegungen damit. Ich hatte auf einem Bild, sah das so ein bisschen aus, als wenn nur die Naht hatte so eine weiße Füllung. Genau. Die weiße Füllung ist der Schweißdraht. Das heißt, aus demselben Material gibt es extra Schweißstäbe. Und dann gibt es da so einen Aufsatz für einen Heißverfüllen und mit dem kann man das zuschweißen. Aber genau diesen Kunststoff gab es nicht in schwarz, sondern bloß in weiß. Aber das ist ja muss egal. Das jetzt theoretisch genauso gut gespachtelt sein wie eine lackierte Fläche oder kaschiert das Alcantara nachher? Das kaschiert schon recht viel, aber es sollte schon relativ glatt sein. Mhm. Krass. Also, an sich den Teil erstmal eine Form geben, das war ja erstmal das Entscheidende. Also so, dann kommt ja dann wirklich mitten aus der Fläche irgendwo raus und muss ja auch weitergehen. Genauso wie diese Kante. Wir hatten ja hier diesen riesen Spalt. Mhm. Das muss ja auch irgendwie weitergehen, damit es zu der Linie hier drüben wieder passt. Also ja, war schon interessant. Schon. Aber je spachtelt ist es so gut wie. Es ist lächerlich. Ich vermute, Ron sagt deswegen Gewichts. Das Gewicht, was er hier drauf hat. Vom Gewicht ist eigentlich eine Alustrebe, zwei Alustreben von 15 cm. Ja, das ist auch in dem Fall ist egal. Viele verstehen das auch nicht, dass es da schon wieder so ein bisschen ausartet und der Innenraum, dass das halt alles wieder schön wird. Ist natürlich totaler Schwachsinn, wenn es einem nur darum geht, dass das Auto maximal schnell auf der Rennstrecke sein wird. Aber bei uns, oder ich sag mal, alle Leute, mit denen ich mich immer gut verstehe, denen geht es nicht darum, nur immer ein Ergebnis hinzuklatschen, sondern die wollen das alle schon immer einfach das einfach dann am Ende vorbildlich zu Ende bringen, so ungefähr. Ne? Ja. Natürlich wäre das Ding auch mit einem Innenraum mit der Dose lackiert genauso gut. Man hätte mit Sicherheit auch ein bisschen Folie und ein paar Aufkleber drauf klatschen können, aber das ist halt immer nicht unser Anspruch. Und wenn es dann halt ein paar Monate länger dauert, dann ist das halt leider so. Dafür setzt man sich dann rein und sagt halt, boah, geil. So, wir wollen euch aber auf diesem Channel auch mal ein paar handwerkliche Sachen zeigen und genau das machen wir heute. Du. Ich. So, jetzt hast du ja zum Glück schon vorgearbeitet. Genau, wir haben schon vorgearbeitet. Das heißt, der Kunststoff ist sehr schwierig. Der muss sehr speziell grundiert werden. Das ist hier schön. Kleber ist schon drauf. Das ist fertig. Alcantara ist zugeschnitten, ist auch eingeklebt. Also rein theoretisch alle Einbauteile raus und los. Das heißt, rübergeschliffen? Wahrscheinlich mit Maschine, ne? Das komplette Armaturenbrett, das überall da, wo der Kleber, wo das Material ist, ist es eingeschliffen. Und das aber nicht zu knapp. Also mit musst 80, du richtig die Struktur auf den Struktur. Man merkt es auch teilweise, wie rau das ist. Ja. Mit 80er, 60er Körnung ist das einmal komplett eingeschliffen. Und dann grundieren und dann auch noch Kleber. Ja. Krass. Das Grundieren ist wichtig, weil dieser PEPP-Kunststoff korrigiert mich. Da ist ein sehr hoher Erdölanteil drin. Und das heißt, sobald du das warm machst, will der wie, es fängt an zu schwitzen. Und dann löst es halt sofort meinen Kleber an. Da muss es halt erstmal abgesperrt werden. Und dafür gibt es auch ganz spezielle Grundierungen extra dafür. Da bin ich auch froh, dass ich die habe. Da passiert das nicht. Dann war erstmal große Diskussion, ob überhaupt Alcantara oder beflocken lassen oder Stoff oder. Das ist jetzt ja irgendwie schon so ein bisschen wie beflocken, finde ich. So auf den ersten Blick. Ja. So, ne, dadurch, dass es so ein bisschen changiert und so ein bisschen gräulich ist, so, glaube ich schon, dass es wirklich doch besser ist, dass wir Alcantara machen. Ja. Ist wieder so ein Punkt, wo ich dann sage, dass so die Kombination aus Lenkradkanzel und Alcantara wird dem Innenraum gleich wieder so viel Wertigkeit geben. Ja. Das ist, glaube ich, schon der richtige Weg, weil auch da wäre es natürlich am leichtesten, einfach gar nichts zu machen, einfach nur in Schwarzplastik zu lassen. Ja. Aber stimmt, wir sind doch immer noch beim Himmel hatten wir angefangen, den müssen wir am Ende noch wiegen von der Limo. Wie viel der am Ende schwerer wird, weiß ich, da haben wir ja mal gewogen. Ja. Weil es ist halt wirklich nicht viel, ne? Ich würde mal tippen, da reden wir beim ganzen Armaturenbrett von, ich würde mal sagen, nicht mal ein Kilo. Ja, aber dann fängst du bei, ach nein, wo das wird. Niemals, ne? Das ist bisschen Alcantara. Dann fängst du aber beim Beflocken genauso. Du willst auch Kleber auf, da ist auch das Stock. Ja. Dann, wenn es so krass ist, dann müsste man halt sowas alles weglassen. Genau. Dann müsste man komplett ohne die ganzen Abdeckungen fahren. Ja, dann musst du den kompletten Träger noch weiter auseinanderstellen, dann musst du den letztendlich weglassen und irgendwann am Ende hast du gar genau so mit mal drin. Okay, hier ist wieder der Spezialkleber drauf. Da waren ja letztes Mal die meisten von euch wirklich begeistert, der mit Wärme aktiviert wird, den man so richtig schön füllen kann. Ja. Merkst du ja selber. Noch geht da gar nichts. Ne? Noch nichts. Der ist jetzt auch schon drauf, damit wir das Ganze überhaupt füllen können, weil der einmal ablüften muss. Genau. Und der muss bei so einem Armaturenbrett das immer besser, wenn du ein bisschen länger ablüftet, damit du einfach ein bisschen mehr handhaben kannst. Wir hatten eben gerade noch über diese Ecke hier diskutiert. Ja. Mit verlängern, was machen wir da jetzt? Das ist die Frage. Also ich habe es mit angebaut, ist optisch eigentlich schön fand. Und weil wir halt noch nicht wussten, was wir mit dem Teil machen. Wir haben jetzt die Option, entweder wir schneiden das gerade weg oder wir lassen so und passen das Teil nach dem Teil an. Das müssen wir uns jetzt überlegen. Und wir müssen es logischerweise, wenn wir jetzt davor abschneiden. Ja.
Das Teil. Also ich muss sagen, das geht der Kontur halt schön mit. Aber. Das Teil drauf machen wird nicht gehen. Ne, ich würde dann wenn so wie hier, damit das hier in der Sicke einmal über eine kleine Schattenfuge weiterläuft hier. Bis dabei. Also so wie es hier. Mhm. Mhm. Das musst du hindeln. Was willst du machen? Ich würde es so lassen. Ich glaube, ich würde es auch so lassen, weil ich habe Angst, dass dadurch, dass wir hier wieder einen Höhenversatz drin haben, darum, muss darum. Im Zweifelsfall die Abdeckung ein bisschen rauskommen dann so, ne? Also der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, weil der ganze Dom, so wie wir den positioniert haben, hier rauskam, mhm, an der Seite. Ich konnte mit dieser Kontur nicht einfach knallhart gerade weitergehen, dann hätten wir hier jetzt einen riesengroßen Spalt gehabt. Mhm. Das wäre, glaube ich, nicht so schön. Sieht man auch hier so ein bisschen. Genau. Und darum habe ich die Kontur hier reingemacht und habe das so versucht, alles ein bisschen rauszuziehen. Mhm. Und ich glaube, das sieht optisch einfach schön aus, wenn man das weiße Teil hat. Und das heißt, das ist eigentlich hier mein altes Handschuh. Ja. Kann ich dir zeigen. Verstehe. Ja, dann würde ich auch sagen, wir verlängern am Ende die ganze Abdeckung, dass die hier schön, ja, mit einer Kante oben so leichter vorläuft und so. Genau. Nächster Punkt war nämlich noch, wir hatten lange überlegt bezüglich Naht. Ja. Ob wir irgendwo eine Naht setzen, also. Na, da bin ich der Meinung, nein. Also ohne Naht ist mehr Anspruch. Also da jetzt nochmal eine Naht hinzusetzen, ich glaube, das gibt nur eine Position, die würde von hier immer nach da drüben gehen, mhm, aber ich glaube, die stört eh. Und hier ist schon allgemein so viel los. Ja, ja. Also mit der weißen Leiste, dann hat ja der Dom ja an sich, der hat ja eine Naht, das Lenkrad hat eine Naht. Ich glaube, wenn man da jetzt nochmal eine drüber machen würde, das würde langweilig aussehen. René schüttelt auch schon den Kopf. Also ich würde es auch nicht machen. Ohne Naht. Das ist mehr Rennsport, glaube ich. Ja. Also die Naht, die wird dann, glaube ich, die ist dann einen Ticken drüber, glaube ich. Hier noch ein paar Gramm, die wir noch holen können. Hier sind noch so ein paar Plastikverstrebungen drin. Die kann man dazu am Ende nochmal raussäbeln. Mit einer kleinen Flex. Okay, ja. Ja, Material ist fertig. Das heißt, normalerweise hättest du jetzt das auch grob zurechtgeschnitten, draufgelegt und. Ja, also jetzt, wenn wir es ohne Naht machen, können wir das einmal so machen. Mit einem relativ großen Lappen. Wenn wir jetzt hier eine Naht haben wollen würden, müsste ich jetzt auch wieder aus Folie eine Schablone machen, müsste mir die vorher anzeichnen, müsste die Schablone abnehmen. Mhm. Das dann zuschneiden, das dann alles noch zusammennehmen und dann ist ja die Kunst, dass die dann nachher auch da gerade drauf liegt. Also gerade auf so einer ewig langen geraden Strecke ist halt relativ schwierig. Und dann kommt noch mit dazu, weil wir ja das Teil hier eingesetzt haben, haben wir halt immer das Problem, wenn das hier irgendwo abfällt, die Naht verzeiht dir das nicht. Mhm. Verstehe. Darum ist es, glaube ich, einfach sinnvoller, die einfach wegzulassen. Weil wenn die hier rumläuft und hier nur einen Tick zu weit abkippt, sieht das merkwürdig aus. Ja, verstehe schon. Also alleine, weil man dann halt provokant auf die Naht auch drauf guckt. Darum. Das macht, glaube ich. Und ich glaube, die ist wirklich, wenn die oben drauf sitzt, das ist einfach zu viel. Ja, ja. Cool. Ja. Dann das Alcantara drauf. Dann irgendwie grob so hinziehen, damit wir überall erstmal hinkommt. Das wird bei dir gleich wieder so einfach aussehen, dass jeder denkt, geil, nachher Armaturen mal selber ziehen. Ja, total einfach. Das ist tiefschwarz. Nee. Schwarz. Schwarz. Schwarz, weil wir den Dom damals ja auch in Schwarz hatten. Oh. Ich sehe schon wieder die Kommentare wegen dem Telefon. Welches Telefon? Das Feierabendbier, schön dunkel aus. Wir suchen uns das erstmal so irgendwie, da wo so eine Rundung ist, da erstmal hinzulegen, wo es hin muss. Das heißt, tendenziell jetzt beim Beziehen, wo würdest du immer anfangen? Eher an der tiefsten Stelle, höchsten Stelle? Also bei dem Armaturenbrett würde ich jetzt hier in dem Bereich anfangen. Quasi diese Vertiefung auf der Seite. Ich würde mit dir erstmal so irgendwie um den Dom legen, damit der Dom erstmal liegt. Und dann erstmal Fläche rein. Mhm. Und dann gibt es hier ein paar Besonderheiten. Diese Öffnung, die auf der anderen Seite auch ist, die geht ja relativ weit runter. Ja. Den müssen wir nachher irgendwie versuchen, formkleben, das Material so ein bisschen mit reinzukriegen in diese Öffnung, damit wir nachher auch bis nach ganz unten kommen. Also wolltest du bis ganz unten durchziehen, das Material? Das war so das Ziel, ja. Also da nicht irgendwo anzusetzen. Man könnte jetzt hier auch nochmal einen Schnitt setzen, hier unten drin. Eigentlich wollte Ron, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Also erstmal, um den Leuten das zu erklären, hier steht der Überrollkäfig. So, das heißt, da dieses Armaturenbrett von hier da reingeschoben werden muss, muss das hier leider alles weggeschnitten werden, weil hier beim Einbau der Käfig einmal langläuft.
Eigentlich wollte er erst dann angebaut da wieder was draufpacken, dass das alles richtig schön zu ist. Nun sieht aber dieser auslackierte Innenraum so geil aus, dass ich das irgendwie so rennsportmäßig finde, dass man so in diese weiße Ecke guckt. Ja. Wenn du jetzt natürlich in die weiße Ecke guckst und auch noch das bezogene Alcantara-Armatur mit siehst, ist das natürlich noch eine Liga. Ja. Noch eine Liga, ja. Fangen wir einfach an, wa? Okay, also eigentlich so ein bisschen, eigentlich sind es ja die schwierigsten Stellen, wo man anfängt, ne? Ja, nicht immer. Also es gibt so Bereiche. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Naht hast, fängst du immer mit der Naht an. Ich hätte hier zum Beispiel schon so ein bisschen Angst, dass das zu viel spannend. Also ich wüsste jetzt nicht, wie weit das... Ja, das müssen wir uns jetzt alles ein bisschen vormassieren. Also jetzt vorher so ein bisschen legen, damit das so halbwegs da schon mal hinfällt. Und alles, was jetzt hier passiert, anfalten. Mhm. Die kriegen wir nachher noch da wieder weg. Okay. Ist das so leicht dehnbar? Ja, ja, ein bisschen. Also du hast eine Zugrichtung. Du hast einmal die Zugrichtung, ist jetzt hier so. Ist eigentlich falsch. Ich hätte sie gern so lange gehabt. Aber wir kommen mit einem Meter... Ist die Rolle zu schmal, ne? Genau. Wir kommen mit einem Meter 43 Rollenbreite nachher. Oh, das hat doch krass einen Unterschied. Guck mal, so kannst du wirklich... Von hier. Genau. Egal. Mal drauf, wa? Und du wolltest es lieber so rum, weil so rum auch die... Ja, weil die Zugrichtung so ist, weil wir kommen nachher hier... Vorne in dem Bereich. Wir müssen hier mit dem Material aus zwei Rundungen in eine gerade Fläche. Mhm. Und das hätte sich... Mit der Zugrichtung da ein bisschen einfacher machen lassen. Aber da ich das ja nicht mache, sondern du. Ist es ja mein Problem. Dass die Form drin ist, also damit es erstmal liegen bleibt, komplett aber hin soll, und nachher mit ganz am ganzen Schluss, dann wie bei Folie, tempern wir das Ding komplett nochmal einmal richtig. Woher weißt du jetzt zum Beispiel, dass diese Stelle hier nicht zu viel und nicht zu wenig gespannt ist? Die schneide ich nachher aus. Da kann ich jetzt spannen, wie ich will, weil ich setze ja hier bei den sowieso einen Schnitt. Du machst eh danach beide Kanten eh nochmal. Genau. Aber nee, deine Armatur mit machen wir selber. Und wir müssen jetzt immer versuchen, uns das Material dahin zu ziehen und daher zu holen, wo wir es nicht brauchen. Ich sag immer, wenn die Daumen wehtun und nicht mehr rot sind, sondern wieder weiß werden, dann guckst du richtig. Siehst du, wie das hier rumfällt? Das heißt, also hier du willst, wenn wir jetzt hier drücken, in diesem Bereich hier runter, kriegen wir hier eine Falte. Mhm. Wir wollen jetzt aber versuchen, dass die Falte nachher nicht da ist. Das heißt, wir heben uns das hier ein bisschen hoch, drücken uns das hier hin, halten die Falte und füllen nur den Bereich. Weißt du? Also du füllst jetzt bis hier, füll die da, drückst das dann mit den Fingern runter, so, musst es dann ein bisschen mit halten und dann das merkst du unter den Fingern. Diese kleinen Fältchen, die da so entstehen, die versuchst du denn hier mit den Fingern. Merkst du das, ja. Da wir ja die Dehnung so haben, dann siehst du, wenn ich jetzt hier richtig ziehe, möchte das hier oben schon von alleine so rumwerfen. Das heißt, nur mit den Fingerspitzen sehr punktuell nur den Bereich ziehen, als die gedachte Linie von hier nach hier. Nur so ziehen. Siehst du? Und dann fällt das hier von alleine schon die Kante runter. Gehst du jetzt einmal komplett rum und dann fängst du an mit den ganzen Kanten? Ja. Fehlt nicht mehr viel. Nee. Ging ja am Ende doch recht schnell, wenn du es alleine machst. Ja. Aber irgendwas wollte ich ja schon nochmal selber machen hier. Deswegen hast du mir noch ein so ein Löchlein hier übergelassen. Ne? Hier drunter ist eigentlich die Rundung von der Luftdüse. Was mache ich jetzt als erstes? Ich würde mal tippen, erstmal wieder föhnen und reindrücken. Ja, also an deiner Stelle würde ich es mir jetzt einfach machen. Ich würde es
wird mir hier, wird das Loch erstmal ertasten und wird mir hier erstmal ein Kreuz machen. Mit deinem Spezialskalpell. Naja. Ich finde das so professionell, nur alleine, wie du dieses Messer hältst. Echt? Ja, wirklich. Nur nicht zu weit zum Rand, ja? Ja, ja. Ich finde am professionellsten, wie geil dieses Messer schneidet. So, dann hättest du es noch weitergeschnitten. Kannst du erstmal so lassen. Okay. Jetzt erstmal nur, um ein bisschen Druck rauszunehmen aus der Fläche. Mhm. Da machst du dir das richtig schön warm. Wenn er das jetzt verkackt, muss alles neu oder ist das dann noch zu retten? Dann verlosen wir ein Arbeitnehmertum mit. Schlecht gezogen. Dann kannst du dir entweder den Knochen da nehmen, ne? Du würdest es hier mitmachen? Ja. Du musst jetzt ein bisschen ertasten, diese kleine Kante. Die ist ja wirklich recht klein. Mhm. Kann ich da auch, wenn das so leicht glänzen wird, ist das dann schon zu glatt gemacht? Oder nein, ist das, das kommt durch den Knochen, dann glänzt das. Das ist egal, genau, okay. Das kriegen wir nachher wieder auf die Brust. Ich meine, er ist ja in dem Fall eh was vor, ne? Ja. Aber trotzdem. Ja, das ist so, erst ist so, ist eigentlich erstmal ganz gut. Das war jetzt auch nicht so schwer. Warte mal jetzt. Also schon richtig bis an die Kante ran? Ja, nicht bis rein in diesen Nee, Klick, schon klar, bis hier so, oder wie? Genau. Fast gerade. Nicht nur einmal abgerutscht. Wäre das so eine Arbeit, die du dir auf lange Sicht vorstellen könntest? Ich? Ja. Schon. Aber wenn man so diese Voraussetzung hat, dass du halt hier im Kühlen am Tisch und so weiter Platz hast, dann sehe ich es jetzt eigentlich auch nicht. So finde ich es eigentlich schon. Das ist ganz, ganz angenehm, die Arbeit. Ey. Also ich darf es ja schon an der Kante hier schneiden. Ja, ja. Jetzt, wo ich die Kante sehe, ist das ja kein Problem. Ein bisschen Kleber nicht mit wegschneiden. So, ja. Schneiden. Zack! Vor allem jetzt ist das Krasche, bei Porsche kannst du sowas im Bezogen bestellen. Ja. Was muss schon, da ist die Lüftungsdüse ein bisschen anders aufgebaut. Aber was mit das für eine Arbeit sein, ne? Das ist ja, das geht. Also die Lüftungsdüse an sich, also so eine kleine ist jetzt natürlich schwierig, aber so eine geht. Dann kriegst du die Finden, die kriegst du alle raus. Mhm. Du musst halt nur hier unten, also hier steht so ein Dorn, der musst du halt noch freilegen. Aber bei Porsche sind dann selbst die Finden bezogen? Ja. Das heißt, die kommen alle bezogen einzeln ja, wieder rein? Ja, kannst du auch, es geht. Was kostet das bei Porsche Aufpreis? Ich glaube für den ganzen Innenraum immer so 2.000-3.000 Euro, ne? Diese großen Lederpakete. Reicht nicht. Ja, wenn wir die jetzt auch noch bezogen hätten, dann würde ich euch recht geben, das brauchen wir für ein Rennauto wirklich nicht. Aber das Ding ist geil. Und meinst du, was das für eine Aufgabe war, das zu kriegen? Ist tatsächlich vom Sondermodell ohne Radio. Die haben dann diese wahnsinnig praktische Sonnenbrillenhalterung. Aber was mir dann im Nachgang eingefallen ist, jetzt habe ich zwar so eine coole Sonnenbrillenhalterung, ne? Ja, welche Sonnenbrille soll auf der Rennstrecke da drin halten, ne? Weißt du, die hält ja keine zwei Runden da drin, ne? Deswegen. Schon geil, ja. Mal wie wir richtig was geschafft haben, ne? Mhm. Wenn ich das so sehe, müssen wir, glaube ich, die Chromsachen noch lackieren. Oder wegmachen. Oder wegmachen, ja, also das weg, ja. Aber die nehme ich, glaube ich, alle nochmal raus, dann lackiere die noch einmal über. Und das hier wolltest du ja unbedingt noch beziehen. Genau. Das muss da natürlich noch sein, ja. Da auch noch drum. Hatte ich das auch mitgemacht, hast du noch? Ja. Weil dann kann man sich mal so grob vorstellen, wie das dann aussieht. Lenkrad noch, ne? Ja, wird auch wieder in den Raum. Ja. Würde ich sagen. Cool. Ja, ich würde sagen, so viel zum Thema Armaturenbrett beziehen. Für denjenigen, der keine Naht setzen will, war es ja theoretisch sogar so do it yourself. Ja. Man kann es selber probieren, weil eigentlich wird nichts benötigt, außer Heißluftfilm, Kleber, Skalpell. Und irgendwas zum Einraken. Ein bisschen Hornhaut auf dem Daumen. Die auch. Und was zum Einraken. Ja. Und ein bisschen handwerkliches Geschick, ne? Ja. Geil. Mir hat Spaß gemacht, ich fand's cool. Hätte niemals gedacht, dass wir so schnell dieses Projekt einfach hier umsetzen, mit dieser neuen Position. Weil jetzt ist es ja wirklich, wenn wir jetzt noch die Blende hier anpassen, was jetzt ja wirklich Kindergarten dagegen ist, ist das schon wirklich... Ja.
bin gespannt, wie es im Auto noch ist. Also so, und hier drunter kommt ja nichts mehr drunter, das heißt, der Rest bleibt hier so offen. Das ist dann auch richtig schön rennsportmäßig, dass man so auf die Lenkung guckt und so weiter. Aber geil, mega. Ich würde sagen, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich darf ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Er wollte noch eine kleine Ergänzung sagen. Ganz kleiner Zusatz. Diese Abdeckung bleibt natürlich nicht so. Die wird natürlich auch noch veredelt. Welche Abdeckung? Diese. Also das ganze gedruckte Teil, was jetzt gerade noch, was so schon geil aussieht, aber wenn die auch noch fertig ist, wird es noch geil aus. So, tschüss. 15 Minuten? Ja, los. Rekordrunde. Nicht ablenken.